Ja, wir sitzen hier auf der Messe bei der Firma Jochen Wessels GmbH in Südbrookmerland mit dem Herrn Wessel zusammen. Danke, dass wir Sie ins Interview kriegen können. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, hier heute für euch zu filmen. Und er stellt uns die Frage, wie kommt man auf die Idee und wie kommt man so weit, dass man so einen großen Laden entwickelt? Da habe ich selber nie mit gerechnet. Also, wir haben dieses Jahr die 23. Veranstaltung. Und als ich vor 23 Jahren damit angefangen bin, diese Messe zu planen, da bin ich erst durch ganz Europa gereist und habe mir überall Angelmessen angeguckt. Und dann kam mir die Idee, das kannst du auch in Ostfriesland, vor allen Dingen hier in Mordorf, dann mal bringen. Da sind wir mit zwei Angelmarken angefangen und das hat sich dann peu à peu, Jahr für Jahr entwickelt. Und jetzt sieht man ja, was daraus geworden ist. Jetzt ist es gar nicht mehr wegzudenken, diese Messe hier in Ostfriesland. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass es das 23. Mal hier ist, der Laden ist immer gewachsen. Ich habe gehört, letztes Jahr ist er schon wieder erweitert worden. Ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Letztes Jahr haben wir den Schritt gewagt, haben alle alten Hallen abgerissen. Das war natürlich für uns auch ein riesen Aufwand und haben wir gesagt, wir riskieren das nochmal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann wollen wir es machen? Und da haben wir alles aus Glas hier jetzt neu hingestellt und was draus geworden ist. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Genau, habt ihr gerade in den Luftaufnahmen gesehen. Ist ja wirklich Wahnsinn, ja, was hier steht. Ja. Ihr habt so ein großes Sortiment. Wie wird man so groß? Das ist ja Wahnsinn, was hier an Auswahl ist. Wir haben hier alles. Für jeden Angler ist hier was dabei. Wie kommt man dazu, so eine große Auswahl auch zur Verfügung zu stellen? Auch da, seit 23 Jahren haben wir daran gearbeitet. Was kriegst du, was brauchst du? Und damals waren die Angebote, was jetzt an Ködervielfalt oder an Posen, an Ruten, an Rollen, an Stühle, was wir jetzt so stehen haben, das gab es damals früher auch noch nicht. Und irgendwann hat man dann immer Jahr für Jahr dazugelernt und das muss noch dazu. Dann kamen die Top-Angler, die Weltmeister, die Raubfischangler, alles ist dazugekommen. Und irgendwann merkst du dann selber auch, du kommst mit dem ganzen Platz gar nicht mehr klar. Und jetzt deshalb auch hier der Schritt, dass wir letztes Jahr dann nochmal alles umgerissen haben. Und so wächst das dann natürlich auch. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich vor 23 Jahren alle diese Top-Angler, sprich Dietmar Isaias, Horst Hennings, Willy Frosch, die auch jetzt alle hier sind, immer da, die mich begleitet haben, immer zu mir gehalten haben, die dann gesagt haben, bei Wessels in Mordorf kannst du was machen, da wirst du was machen. Und die haben auch zu mir gehalten. Ein bisschen Risiko ist natürlich, gehört dazu. Also ich muss sagen, also für ein Moordorf, mal an sich, wir sagen jetzt mal, wir reden hier nicht von der Größe wie Berlin. Das ist ein kleines Dorf, sag ich mal so. Ist der Laden hier wirklich top ausgestattet. Heute wieder Topstars, Matze Koch, Dietmar Isaias. Wie kommt man an solche Leute, dass die auch auf so eine Messe kommen hier und das mal für dich präsentieren? Ja gut, wir haben, auch die begleiten mich schon jahrelang durch diese Vielfalt von den Messen hier. Und wenn ich anrufe, egal was für Termine die haben, wenn Jochen Wessels anruft, das ist jetzt kein... Aber das sind echt gute Freunde schon von mir geworden. Ich habe schon gesagt, die gehören alle zur Familie. Und dann brauche ich nur einmal anrufen, dann kommen die sofort. Die wissen, hier ist was los, hier hast du... die Kundschaft ist da und wenn, so wie Horst Henning, wenn er jetzt dann... Und er ist dabei, also es ist gar nicht mehr wegzudenken, dass man die Leute hier dann... Die sind gerne da und ich freue mich auch immer, wenn ich dann anrufe und die sagen, ja, wir kommen sofort und... Ja, und das freut mich selber persönlich natürlich auch. Selber bist du auch Angler? Hast du einen Favoritenfisch? Ich bin Raubfischangler, nur das Problem ist, selbst und ständig, das hat man mir heute Morgen schon zweimal gesagt, die Zeit ist so knapp bemessen bei mir. Wir haben nur ein paar Wochenenden im Jahr. Ich bin auch verrückter Fußballfan und das muss ich alles zweigleisig fahren dann. Aber wenn die Zeit da ist, klar, dann sitzen wir auch am Wasser. Klar. Okay, und was ist das Ziel für dieses Jahr noch? Ja, dieses Jahr, ich hoffe, dass wir einen super Sommer kriegen, dass die Angler sehr motiviert dann in die Saison jetzt reingehen können. Dass sie heiß sind, brauche ich glaube ich nicht mehr erzählen, das haben wir hier heute Morgen gesehen, wie viele Besucher hier wieder nach Mordorf getingelt sind. Ich hatte vorhin noch eine halbe Stunde Zeit, mich mit Matze Koch zu unterhalten. Und er hat viele, viele Autogramme geschrieben und er hat dann auch alle gefragt, wo ihr herkommt. Und also Anreisen waren hier Hamburg, Bremen, Berlin, also der Kreis schließt sich. Wir haben wieder viele in der Republik mobilisiert, auch aus dem Ruhrpott. Da haben wir sowieso ein riesen Kundenpotenzial weg. Und nun haben wir auch Osterferien, das kommt auch noch dazu.
Und da haben wir ein richtiges Wochenende hier wieder gehabt. Und wir haben auch hier noch draußen hier super Wetter. Ja, das ist heute natürlich fantastisch. Ich hoffe für dieses Jahr auch, dass die Angler, wir haben sehr viel gelitten in den letzten Monaten. Der Winter war doch ziemlich hart. Das sind wir eigentlich gar nicht so gewöhnt gewesen. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir jetzt die Sonne kriegen und dass es trocken bleibt, dass wir dann alle losgehen können. Und Herr Wessels hat für uns ja auch die Karpfenroute mit den Unterschriften zur Verfügung gestellt. Wirklich eine klasse Aktion, bei so einer Messe auch mal sowas zur Verfügung zu stellen. Wie lange besteht ihr schon und was ist dann euer Ziel, wo wollt ihr noch hin in den nächsten Jahren? Unser Geschäft existiert heute punkto genau 69 Jahre. Also kann man sehen, was dann nächstes Jahr passiert. Wenn alle rechnen können, dann sind wir nächstes Jahr 70 Jahre hier auf Sendung, hier vor am Standort. Und da werden wir natürlich alles dran setzen und einen Riesen-GAU machen wieder. Letztes Jahr hatten wir auch meine Freunde vom Fußball da, ob das ein Ovo Moyela, Jean-Marie Favre, Harry Weinfurt, der sonst immer hier ist, oder Horst Rubesch. Dieses Jahr haben die mich angerufen, was ist, müssen wir kommen? Und da habe ich gesagt, nein. Da gab es schon ein bisschen Stress, dass ich die absagen musste, mehr oder weniger. Aber nächstes Jahr wollen wir wieder voll durchstarten und wir haben Ziele genug. Ja, wir werden sie versuchen umzusetzen. Und wer uns kennt, hier als Wessels in Moordorf, der weiß, wenn wir was ansetzen wollen, dann geben wir auch Gas. Genau, das sieht man auch an dem Laden hier. Ja. Also für nächstes Jahr ist ein großes Event geplant. Ja. Seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen, denke ich. Immer, gerne. Kommt gerne vorbei. Die Adresse, die Internetseite ist auch hier unten verlinkt in der Videobeschreibung. Nun zu dem Hauptthema, was für mich sehr interessant ist, das Hechtangeln in Holland. Ja. Du angelst ja viel mit der Spinnrute und mit der Festmontage. Was denkst du, ist die bessere Montage, um große Hechte zu fangen? Klare Antwort, die Köderfischmontage. Ich fange gut mit meinen Bobblern, ne, die ich selber entwickle, mit Gummifisch, mit verschiedenen Kunstködern, fange ich sehr gut. Aber die größeren Hechte fange ich immer, ausnahmslos immer, mit Hering, mit Stint oder mit Makrele. Und welcher dieser drei Köder ist dein Favorit? Stint. Der Stint. Und warum der Stint? Musst du die Hechte fragen. Ich habe am meisten Hechte mitgefangen. Wahrscheinlich. Ich fische meistens drei Ruten. Ich darf drei Ruten fischen. Makrele, Hering, Stint und ich fange meistens mit Stint. Und ich fange auch auf kleine Stinte, große Hechte. Also darum Stint, ganz klar. Ich frage jetzt mit Absicht nicht nach Angelstellen, aber was sind deine Hotspot-Tipps für die... Kannst du fragen, ich habe keine Antwort. Was sind deine Hotspot-Tipps für die Leute, die in Holland angeln? Also das Erste ist vor allen Dingen, ich sage den Leuten, benehmt euch vernünftig, weil wir sind da Gäste. Die erste Frage, die viele Deutsche mir stellen, ja, wie viel darf ich denn mitnehmen? Es gibt Regionen in Holland, da darf man tatsächlich einen Hecht mitnehmen. Ich sage, fragt bitte diese Frage nicht, das regt mich auf. Wir sind da Gäste, also benehmen wir uns so, wie es da üblich ist und nicht, was erlaubt ist. Und üblich ist es, die Fische zurückzusetzen. Also sage ich, setzt alles zurück in Holland. Das ist da Vorschrift oder ist es eben üblich? Nicht? Das ist das, was mir am wichtigsten ist. Topspots verrate ich natürlich nicht, aber ich sage immer für Leute, die mich fragen, es gibt keine Polder ohne Hechte. Genau, das sehe ich ähnlich. Wir angeln ja auch seit 2017 in Holland. Wir kommen grenznah aus Rhede. Ist klar, dass man dann schnell über die Ems drüber wegfährt. Und dann ist man ja schon quasi in Holland. Du hast auch teilweise vom Boot geangelt, auf Zander. Du bist ja nicht so unbekannt für deine Zanderfänge. Aber hast du auch da vielleicht einen Tipp für den einen oder anderen, was du sagen würdest, was wirklich ein Top-Zanderköder ist? Also Zander beangle ich gerne mit Kunstköder. Wenn ich mit meinem verstorbenen Freund Stefan unterwegs war, der hat immer mit mir auf Zander geangelt, vertikal, meine Top-Methode. Und der Owner Nervous Rex war nicht nur Stefan, sondern auch mein Lieblingsköder. Und den setze ich am allerliebsten ein. Das ist für mich der absolute Mega-Zanderköder, der Owner Nervous Rex, wenn du einen Köder hören willst. Okay, dann markiere ich euch den auch unten in der Videobeschreibung. Dann findet ihr den Köder von Matze Koch. Noch andere Köderempfehlungen für unsere Kunden auf Hecht oder für unsere Zuschauer auf Hecht? Ich angle auf Hecht gerne mit Wobblern. Ich habe ja Wobbler gemacht selber mit sehr naturalistischen Designs. Ich habe da Hecht-Designs drauf drucken lassen, die ich von Hechten, die ich selbst gefangen habe. Einer mit einem helleren Design aus trüberen Gewässern und einmal mit seinem sehr kontrastreichen Design aus einem klaren Gewässer. Also ich habe die selber gefangen da, die Hechte. Und die Dinger fangen bombastisch gut Hecht. Was Zander betrifft, würde ich auch beim Werfen sehr gerne empfehlen den Yokoholo, ne, von Balzer, den fische ich sehr, sehr gerne. Und auf Hecht noch ganz allgemein den Waggle Shad, der fängt auch überall. Und dieses letztes Jahr neu gekommen, vom Johnny Release entwickelt, der Pike Collector. Ein Mega-Köder. Also da habe ich auch bombastisch, auch große Hechte mitgefangen übrigens. Da habe ich auch Meterfische mitgefangen.
Okay, damit die Leute auch noch mal kurz wissen, wie viel Arbeit so ein Video ist. Wie viel Arbeit investierst du ungefähr vor dem Videodreh, vor dem eigentlichen Videodreh, um deine Spots zu finden, deine Auswahl der Routen? Also von der Planung bis zum fertigen Film kann man sagen, ein Video eine Woche, mindestens. Also circa eine Woche für einen Matze-Koch-Film. Ja, die Mätzchen, an einem Schnitt sitzt du 8 Stunden, das ist ein Arbeitstag. Die Mätzchen sind ein Nebenprodukt? Ja. Was? Schneide die meisten ein bisschen schneller, aber... Aber auch sind da auch wirklich, aufwendig, ja. Wirklich gute Qualität, muss man wirklich sagen. Für jeden, der Matze Koch noch nicht kennt, was ich nicht glaube, auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und ich sage besten Dank, Herr Koch. Gerne. Und besten Dank, Matze. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Gut. Nachdem wir gerade mit Matze Koch hier saßen, haben wir jetzt den meiner Meinung nach besten Zanderangler, meiner Meinung nach der Welt, hier sitzen. Oh. Und wir haben die Möglichkeit, ihn für euch zu interviewen oder für euch zu interviewen. Jetzt erstmal, wir hatten gerade den Übergang, Matze Koch zu dir. Du warst letztens mit Matze Koch zusammen unterwegs. Ja. Wie war es, mit Matze Koch zusammen zu angeln? Weil ihr ja unterschiedliche Stile habt. Genau. Wie konntet ihr das vereinigen? Eigentlich ganz gut. Also ich kenne Matze ja von früher her, von verschiedenen Veranstaltungen, wo er das bei Hausmessen, so wie hier bei Wessels und bei anderen Messen, immer wieder mal so seine neuen Sachen zeigt. Und dann haben wir uns auch natürlich auch in der Redaktion des Öfteren mal getroffen. Er natürlich bei Fisch und Fang. Ich arbeite natürlich auch immer wieder als freier Redakteur Raubfisch, Fisch und Fang. Sodass wir gesagt haben, okay, lass uns doch einfach mal eine coole Geschichte zusammen machen. Ich nehme das oft ein bisschen so seriös, so die Sachen. Er macht das ein bisschen auf die coole Art und Weise. Und das vielleicht ein bisschen Verbissene von mir und das etwas Lockere von ihm, das kommt, glaube ich, ganz gut an. Und man kann voneinander viel lernen, ne? Das ist ganz wichtig. Genau. Wir werden viele Sachen noch machen. Wir haben jetzt erstmal eine Sache mit dem Stint gemacht, was ihr ja gesehen habt. Erst den Köder, also die Idee war ja, welchen Fisch haben wir überhaupt noch nie gefangen? Da haben wir gesagt, ey, Stint habe ich noch nie gefangen. Er auch, so ein wunderbar. Also wir fangen jetzt den Stint. Und was fangen wir mit dem Stint? Wir wollen ja nicht irgendwie grillen oder in die Pfanne hauen. Lass uns mit dem Ding mal was anderes fangen. Und so haben wir dann Hechte mitgefangen. Ne? Gut. Für dich, du bist eher so der Kunstköder-Spezialist. Eher meiner Meinung nach eher der Ansitzangler. Der Ansitzangler. Ja. Das ist ja, eigentlich ist das immer so ein Reibepunkt. Was fängt besser? Seine Meinung ist, der Köderfisch fängt größer. Korrekt. Nicht unbedingt. Es hängt von vielen Gewässerfaktoren ab. Klar, wenn ich auf Hecht gehe, hat Matze zweifelsohne recht. Wenn ich Gewässer weiß, ich habe Zeit und kann da 2-3 Wochen lang sitzen und ich hau da so eine tote große Makrele drauf oder ein fettes Rotauge, lass es da liegen an einer guten Stelle, wo die Hechte entlang patrouillieren, kann ich eigentlich darauf wetten, dass irgendwann in den nächsten 2 Wochen, wenn die Zeit entsprechend da ist, dass ich da mal 1,20 Meter Hecht fange. Da kann ich wirklich drauf wetten. Klar. Aber die gleiche Zeit muss ich dann auch mit dem Gummifisch entsprechend verbringen. Da werde ich vielleicht öfter mehrere Hechte fangen, vielleicht 60er, 70er, vielleicht auch mal einen etwas größeren. Klar werde ich vielleicht auch irgendwann mit großem Glück auch den 1,20er fangen, aber die Masse fange ich wirklich an großen Fischen damit. Deswegen wird man auch häufig in Holland sehen, dass viele Hechtexperten auch mit einem großen toten Fisch und Fireball angeln. Also quasi ein wenig Bewegung in die Sache reinbringen, quasi absuchen, abklappern, den Boden und irgendwo, wo die Fische vermutzen sind und dann aber mit einem großen Naturköder fischen. Ne? Das ist eine gute Kombination, beides zu tun. Okay, wir haben uns ja schon auf der Faszination Angeln getroffen. Stimmt. Schönes, interessantes Gespräch geführt. Du hast uns da deine neuen Routen vorgestellt. Aber erzähl mir mal, wie bist du dazu gekommen, mit Quantum diese Routen zu erstellen? Okay, die meisten von euch kennen mich entweder, wenn ihr schon etwas länger in der Branche seid, dann kennt ihr mich von Rosemeyer. Ich habe für Bertus Rosemeyer die Produkte gemacht. Wir haben beide zusammen viel entwickelt. Wir haben das Vertikalangeln publik gemacht vor vielen, vielen Jahren. Also in den Ende der 80er, Anfang der 90er haben Vertikalrouten gemacht, damals mit seiner Range. Dann habe ich Fox Range erfunden, von Zander Pro bis hin zu Terminator Routen. Da habe ich viele Jahre bei Fox gearbeitet. Dann einen kurzen Abstecher bei Westin, wo Leute mich von Skandinavien gefragt haben, Mensch Dietmar, kannst du uns helfen, unsere Marke ein bisschen in Deutschland nach vorne zu bringen? Die haben so tolle Sachen. Vielleicht hast du noch ein paar Ideen. Somit habe ich den Kick-Tees, den Hollow-Tees gemacht, die W3-Routenserien, einige Routen davon. Und dann kam eben die Frage, Dietmar, wir haben hier mit Quantum ein weltweit die größte Angelmarke schlechthin mit Zepco. Durch die USA ist das eine riesengroße Geschichte. Und in Deutschland ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es sind ein paar coole Sachen dabei, hier wie die Sachen von Freddy zum pelagischen Fischen oder die Harry Mary. Solche Sachen oder Smoke ist viel bekannt bei den Leuten. Aber so die Masse der Angler hat da so das ein oder andere Problem mit gehabt, nach dem Motto, ja, wir können uns viel mit vielen Sachen nicht so identifizieren. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, warum nicht in die USA gehen? Ist das eine amerikanische Firma? Und wir können eben auch USA-Produkte produzieren. Und meine Kumpels aus Alabama, Hugh Fowler, da wo Forrest Gump gedreht wurde, ihr lacht, es wirklich so, da gibt es entweder Baumwollplantagen oder Gummigießfabriken. Und da gibt es eben dann die Leute von Mans, und die ich schon urlange kenne, da habe ich das Gummifisch machen gelernt, das Wobbler machen gelernt. Die wenigsten von euch wissen ja,
dass sehr, sehr viele Köder aus meiner Ideenschmiede kommen, die ich selbst entwickelt habe, weil ich das doch gelernt habe. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen dann ein Joint Venture zusammen, wir bringen neue Köder auf den Markt. Ich habe auch dann meine neuen Routen mit einem guten alten Partner von früher zusammen gemacht, den ich auch schon sehr lieben und schätzen gelernt habe, der Top-Qualität aus Toré-Carbon macht, also ganz, ganz hochwertigen Carbon-Material, und das sieht man auch an den Routen, also kleines Geld für eine richtig, richtig geile Route. Das ist auch meine neue Devise, also man kann viele Sachen so teuer wie möglich machen, aber ich möchte sie für jedermann erschwinglich machen und wieder back to the roots hingehen, einfach Fische fangen, Spaß am Angeln haben. Ja, genau. So, wir sind hier heute am Wasser, wir wollen ein paar Köderfische fangen und haben die Chance genutzt, mal eben den Rest des Videos aufzunehmen und euch zu erklären, wie ihr diese tolle Route, unterschrieben von Matze Koch und Dietmar Isaisch, gewinnen könnt. Wir haben die Route von dem Angelladen Wessels zur Verfügung gestellt gekriegt für euch, und deswegen wollen wir euch gerne daran teilhaben lassen. Ihr könnt die Route gewinnen, indem ihr ein Like und ein Kommentar auf dieses Video da lasst. Und wenn ihr eure Chancen verdoppeln wollt, lasst ihr auch noch ein Like auf unserer Facebook-Seite da. So seid ihr mal auf dem aktuellen Stand. Lasst auch gerne ein Abo da. Nur so seht ihr mal die neuen Videos mit den tollen Gewinnspielen. Und ja, wir haben hier eine ProCarb XR, 3,60 Meter lang, mit einem Wurfgewicht von 80 bis 250 Gramm. Sie ist in zwei Sektionen aufgeteilt. Schöne, praktische Route. Hersteller ist Komoran. Falls ihr Interesse habt, lassen wir euch davon auch mal den Link in der Videobeschreibung. Und wir hoffen, dass der glückliche Gewinner viel Spaß mit dieser Route hat. Aber jetzt nochmal die Detailbilder von der Route. So, dann vielen Dank, dass wir die Messe filmen durften. War wirklich ein tolles Event. Viele Topstars, Dietmar Isaisch, Matze Koch, viele weitere. Wir haben ein tolles Team hier. Wir sind super, super begrüßt worden, wie ihr gesehen habt, volles Haus. Und vielleicht noch ein paar verabschiedende Worte. Ja, erstmal möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei allen Besuchern hier, bei unserer Kundschaft, die heute hier nach Mohrdorf gepingelt sind. Ihr habt ja auch gesehen, wo sie alle hergekommen sind. Hell begeistert. Danke, dass ihr hier wart. Ich hoffe, dass wir dann zum nächsten Jahr, wenn wir die 70. Veranstaltung machen, 70 Jahre Wessels, dass wir dann alles hier nochmal richtig wieder auf die Beine stellen können. Und danke, dass ihr hier wart. Gut, wir bezahlen unsere Einkäufe und sehen uns nächstes Jahr. Alles klar, vielen Dank. Schönen Tag noch. Jo, danke.